Hallo ihr Lieben, hier zum Eurotruck Simulator 2. Ja, bin jetzt knapp 2 Wochen nicht gefahren, deswegen gibt es jetzt ein bisschen was Einfaches zum Reinkommen. Olivenöl von Göteborg nach Örebro, beides in Schweden. Gilt als Schwergut, aber ist mal nichts Besonderes. Das Ganze mit dem Scania R2009 Topline. Bin ich auf jeden Fall schon mal gefahren. Und dann geht es auch gleich los. Ich hoffe, ich komme mit der Steuerung noch einigermaßen klar. Über ein Joypad. Zeit zu gehen. Genau, du sagst es. Zeit zu gehen. Da ist schon mal die falsche Taste. Ich wollte mir ja mal den LKW von außen angucken. Mal langsam ein Stück rausfahren. Es wird auf jeden Fall mal eine Tagesfahrt, das ist doch schon mal schön. Mal nicht bei Nacht. Sieht ganz niedlich aus. So, los geht's. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Doppelrechts mit Schokoflügeln in der Mitte. Biege nach rechts ab. Oh, ich kann, wann sie hier Fußgänger oder so einbauen, auf die man doch aufpassen muss. Das wäre es natürlich. Immer geradeaus. So, 280 Kilometer ungefähr. Da die Schlanke. Demnächst rechts abbiegen. Oh, sind da. Ist da irgendwas ausgelaufen auf der Straße? Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Am Morgen ist schon ein schönes Land, da würde ich gerne mal hin. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert bis zum eigenen LKW. Ich glaube, die Russen können nicht theoretisch schon. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt schauen wir. An der Stelle 30 und hier ist eine Baustelle.
Dann habe ich nichts gesagt. Oh, it's raining. Ich darf mich nicht so viel auf die Landschaft konzentrieren, wie Mist. Der Himmel sieht ziemlich blau aus, eigentlich. Ein bisschen bewölkt natürlich, aber eigentlich nicht so richtig nach Regenwetter. Da hat der Finger zu viel gezuckt. Ich will aber mal nicht den Scheiß nehmen. Das Irrebrüllt aus Irrebrüll.
geradeaus. Sieht schon ziemlich unkraut aus. Schöne Strecke. Gefällt mir. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso kein Auto fahre, aber hier dürfte man auch nicht selber fahren. Immer geradeaus. Da wird mich die Landschaft zu viel abbringen. Geradeaus. 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 Immer gerade. Immer geradeaus. Ah, verdammt! Jetzt schon mein zweiter Auffahrunfall. Erst als es zu spät war. Mann. Das war 240 Euro Strafe hier. Irgendwann lerne ich. Aber deswegen fahre ich zum Beispiel kein Auto. Immer geradeaus. Irgendwie ein Frosch. Aufmerksam. Das ist voll. So.
Kopfstein gehalten. Habe ich eigentlich genug, glaube ich. Immer geradeaus. Vielleicht, wenn ich den Motor gleichzeitig noch abgeschaltet hätte. Bitte rechts halten. Ja, da kommt echt viel an. Hier wollte ich dem Danke rufen. Nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Ist klar. So, machen wir einfaches. Nee, halt verzichte ich mal. Okidoki. Fahr eine Strecke. Und Level up. Sehr schön. Ich glaube, ich mache erstmal die ganzen Dinger hier voll. Okay. Das war's für heute, ihr Lieben. War ja doch eine ganz aufregende Fahrt. Ich sage vielen Dank und freue mich schon auf die nächste Tour. Bis dahin. Bye, bye.